Hallihallo, heute mal wieder ein kleines Gebastelchen mit dem Unity Launcher. Unity Launcher, ne? Mal hier drauf geguckt. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Der sieht ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich mir so ein transparentes Hintergrundbildchen gebastelt. Und wer sowas ähnliches auch machen will oder das einfach übernehmen will, Download-Link hänge ich an mit einer README-Datei, wie man den Hintergrund vom Launcher ändert. Wir hatten schon mal Videos, wie man hier zum Beispiel bestimmten Symbolen andere Buchstaben zuordnet oder wie man das Dash-Logo ändert. Ja, hatten wir alle schon mal. Oder wie man mit dem Unity-Tweak-Tool hier so ein bisschen Transparenz reinbringt. Jetzt habe ich mal hier so ein bisschen gebastelt. Ne? Ihr kriegt, wie gesagt, von mir eine ZIP-Datei. Ne? Am besten mal in den Ordner Bilder hinein. Ne? Die habe ich mal genannt Launcher New ZIP. Wie sinnig. So, und die können wir entpacken. Ja, wohin entpacken? In den Bilderordner am besten mal entpacken. So, schließen. Schließen. So, dann habt ihr einen Ordner Launcher New. Da sind jetzt diese Hintergrundbildchen, ne, die sich jetzt im Starter befinden. Ne? Die sehen so aus. Ne? Die sehen, so sieht es besser. Ne? Also die sehen so aus. Eigentlich, das ist eine Lampe von mir, so ein Wohnzimmer. Fotografiert und habe ich ein bisschen transparent gemacht mit GIMP und den Launcher BFB, also den Starter oben, habe ich so ein Tux-Dingeskirchen genommen, ne? Hatte ich irgendwo mal gefunden, ich glaube auf Gnome Art verlinke ich dann auch noch. Den habe ich mir zugeschnitten auf die richtige Größe, damit wir den als Launcher, als Starter hier oben drin haben. Gut, jetzt gab es da verschiedenste Dateien in einem bestimmten Ordner. Welche das sind, steht in der readme.txt. Hier legt ihr dann mal erstmal an mit mkdir Home Builder Launcher Alt einen Ordner. Machen wir mal Terminal auf. Zack. Copy, Paste, einfügen. Launcher Alt. So, was macht der Befehl? Launcher New hatten wir, jetzt haben wir noch einen Launcher Alt. Da ist erstmal ein Nix drin. Wir machen uns erstmal eine Sicherheitskopie von den Originalbildchen, die Unity normalerweise verwendet, damit ihr eine Möglichkeit habt, da wieder zurückzukommen, ne? Wenn euch mein Gebastel hinterher nicht gefällt, ne? Dass keiner meckert. So, dann sind da die alten Bilder drin. Bei mir sind die natürlich schon wieder genauso wie die neuen. Also, wie gesagt, ihr macht es vorher, bevor ihr die ersetzt, ne? Damit ihr eine Sicherheitskopie habt. Dann kopiert ihr diese entpackten Dateien, die hier im Launcher New drin sind, diese neuen Dateien, packt ihr mit dem Befehl, und zwar mit sudo, also rootrechten, in den Ordner User Share Unity Icons. Sollte sich das Video mit der Zeit mal ändern, beziehungsweise Ubuntu ändern, könnte sich der Pfad ändern, den könnt ihr nochmal entsprechend nochmal nachvollziehen, ob der noch so stimmt. Wollt ihr es hinterher rückgängig machen, ersetzt ihr einfach den Spruch Launcher New durch Launcher Old und schon könnt ihr mit demselben Befehl die alten Bilder wieder herstellen. Gut. So, das war schon. Wie habe ich das überhaupt gemacht? Gehen wir nochmal Bilder. Ich hatte, wie gesagt, die alten Bilder und die habe ich geändert. Und zwar, ich gehe jetzt mal in die schon geänderten Bilder. Eigenschaften, die haben eine bestimmte Größe erkennt man am Dateinamen. Wenn eine Datei Launcher Icon Selected Back 150 heißt, dann ist die 150 mal 150 Pixel. Und diese Bildchen sind, ja, die haben Hintergrund, öffne mit GIMP, die haben Hintergrund, der sieht immer so gekästeltchen aus, wenn man sich dabei ranzoomt. Da gibt es transparente Bereiche. Ne? Transparente Bereiche sind gekästelchen. So, das ist jetzt eigentlich kein gutes Beispiel, weil das hauptsächlich gefüllt ist. Nehmen wir mal ein anderes. Öffne mit GIMP. Dann sieht es besser. Ne? Also überall da, wo so gekästelt ist, Steuerungstaste, Rollrad nach vorne, seht ihr, wo gekästelt ist, ist es durchsichtig. Ne? Wenn ihr das Durchsichtige nicht so gut sehen könnt, könnt ihr ein weiteres Bild als Ebene öffnen, irgendein anderes und dahinter legen, dann sieht man da besser, was man da eigentlich malt. Das ist so eine Wohnzimmerlampe von mir gewesen. Die habe ich mit Farbe zur Transparenz, die ursprünglich blauen Bereiche in, ja, die waren vorher blau, habe ich geändert in Transparenz und okay gesagt. Dann hatte ich da schon mal.
Da musste das Bild natürlich genau die Größe haben, hier in dem Fall 62x62 Pixel. Dann kann man das Bild und Transformation bzw. Bild skalieren und gegebenenfalls diese kleine Chain, diese kleine Kette lösen, falls euer Originalbild jetzt nicht symmetrisch ist, ne? Also Breite mal Höhe nicht gleich ist, dann macht ihr 62x62 Pixel. In dem Fall hat mein Bild 150x150 entsprechend und sagt ihr skalieren, dann hat es genau die Größe. Könnt ihr die Datei exportieren als und dann unter dem Dateinamen speichern wie das andere Bild, das Originalbild. Aber das Originalbild, wie gesagt, dann nicht überschreiben, sondern euch einen neuen Ordner anlegen, so wie ich, Launcher New. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Also ich finde es ganz pfiffig, ne? Also wenn das Bild hier so ein bisschen pixelig aussieht, das macht nichts. Das wird ja hinterher skaliert, ne? Hintergrund und Schreibtisch. Ne? Da könnt ihr nochmal die Größe ein bisschen einstellen, ja. Ja. Das ist ja sowieso nicht besonders groß, deshalb muss das Originalbildchen, was ihr so bastelt, gar nicht so furchtbar genau sein. Sollte aber möglichst viele transparente Bereiche haben. Hier zum Beispiel diese Streifen sieht man natürlich dann entsprechend hier zum Beispiel bei Xterm, habe ich gerade offen, um meinen Rekord mit Desktop zu starten, sieht man die Streifen natürlich mitten in dem Wort Term. Und wen das stört, der macht halt ein Bild, wo hier nicht ist, das Bild dann auch das Bild. Gut. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Bleibt freundlichen Grüßen und tschüss.